Und auch dieses Mal steigen wir mit einer kleinen Eilmeldung ein, beziehungsweise einer Kombination aus mehreren Meldungen, die was Positives, aber auch was noch ein bisschen Fragwürdiges enthält. Zuerst aber einmal, nein, wir sind nicht weggeflogen. Ich hoffe ja auch nicht, denn die haben in den letzten Tagen eine Propaganda gemacht, dass jetzt der Weltuntergang mit dem Wind kommt. Und hier ist ehrlich gesagt wenig los. Könnt ihr gerne mal mitteilen, wie es bei euch so aussieht. Aber das, was da medial abging, Warnungen von Flensburg bis zum Bodensee. Also da fragt man sich schon jedes Mal, wollen sie jetzt bei jedem bisschen Wetter ein Riesenchaos lostreten? Ja, dass es ab und an mal ein Sturmtief gibt, das ist jetzt nicht unbedingt die allerneueste Erfindung der Absurdistaner im Jahr 2022. Das gab es früher auch schon. Aber diese permanente Panik, die über die Medien verbreitet wird, da stellt man sich halt schon, da fässt man sich an den Kopf. Und irgendwie fragt man sich ja, was ist denn davon noch die Steigerung? Denn klar, es gibt mit Sicherheit Sturmschäden bei einem Sturmtief. Aber so was ist denn, wenn dann wirklich mal von irgendwoher eine Gefahr droht? Was wollen Sie denn dann vermelden? Armageddon kommt oder wie? Naja, kleiner Scherz am Rande. Also hier windet es zwar, aber nein, kein Grund in Panik auszubrechen. So, gucken wir uns ein paar Meldungen an. Wir haben nämlich als erstes was aus dem Tagesspiegel. Aus der Schweiz. Die Schweiz hat nämlich seit Mitternacht de facto keinen Zombie-Irrsinn mehr. In der Schweiz ist seit Mitternacht so ziemlich jeder Zombie-Irrsinn aufgehoben, zu den Akten gelegt. Da muss weder mit Maulkorb durch die Gegend geschnüffelt werden, noch braucht man irgendwelche heiligen rosa Elefanten, um gewisse Etablissements betreten zu dürfen. Gilt auch bei der Einreise in das Land. Im Parlament wurden die Plexiglasscheiben abgebaut. Auch dort darf man nun wieder ohne Maulkorb zugange sein. Und überhaupt von jetzt auf gleich, gestern war es noch gefährlich, heute offensichtlich alles wieder normal. In anderen Ländern, Großbritannien und Co. sieht es nicht anders aus. Österreich ist gerade dabei, den ganzen Wahnsinn zurückzunehmen, weil die Österreicher sich nicht haben kleinkriegen lassen. Und in Absurdistan tut man zumindest so. Und das führt uns nun auch zum eigentlichen Thema des Videos. Denn da gibt es noch ein paar merkwürdige Berichte aus. Unter anderem der Berliner Zeitung war eine der Quellen. Dann habe ich was vom Spiegel für euch. Und dann habe ich auch noch mal die Weltzeitung. Denn da kommt er nicht drauf. Die Presse kippt auch langsam. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich weiß, aber in den letzten Tagen, seit klar wird, die Politik sitzt auf dem Ast, den sie sich selbst abgesägt hat. Die Politik hat nichts mehr zu melden, die Panik, die zieht nicht mehr. Seitdem ändern sich die Überschriften, seitdem ändern sich die Artikel mittlerweile doch ziemlich deutlich. So hat die Welt eine Kolumne geschrieben. Ja, ist ein Meinungsartikel, aber das hätte man so vor 3, 4 Wochen noch nicht präsentiert bekommen. Hat die Welt tatsächlich geschrieben, die überfällige Entmachtung vom Tierarzt. Ah, ich dachte, der Tierarzt wäre so die absolute Koryphäe und darf nicht hinterfragt werden, was der Tierarzt sagt. Jetzt plötzlich im Mainstream, in der Paranoia-Pilotenquelle, die überfällige Entmachtung des Tierarztes. Und er wird darauf Bezug genommen, dass der Tierarzt viel zu lange undemokratisch an Parlamenten vorbei per Dekret durchverhangen hat, gewisse Sachen durchregiert hat, könnte man fast sagen. Ja, was dabei leider vergessen wurde in dem Artikel ist, dass der Tierarzt mit lauter Dame und Captain Gammelzahn unterstellt. Das heißt also, konsequenterweise müsste Captain Gammelzahn genauso entmachtet werden. Da müsste jemand hin, der ein bisschen vernünftig agiert. Es scheint so, als würden nun die ersten Bauernopfer abgesägt werden. Denn, na klar, jetzt, nachdem man monatelang dem Tierarzt in den Hintern gekrochen ist, durfte ja wirklich nicht hinterfragt werden, was der Tierarzt erzählt. Jetzt plötzlich die überfällige Entmachtung, fragwürdige Entscheidungen, die er getroffen hat. Ha, interessante Formulierungen, die vor wenigen Wochen noch als Verschwörungstheorie galten. Ja, was man sich leider noch nicht so richtig, doch, es kommt ja auch so ein bisschen, haben wir im Fokus schon gestern drüber gesprochen, was zumindest am so vom Kern her langsam anfängt, ist, dass man auch den Herrn, unsere Zahnpasta-Lobbyisten ein bisschen kritischer betrachtet. Auch das deutet darauf hin, dass sich der ganze Wahnsinn demnächst erledigt hat. Da habe ich einen Artikel vom Fokus für euch, da wurde nämlich ganz schön rumgeheult von Seiten Captain Gammelzahns aus, dass ja eine Kampagne gegen ihn geführt wird vom Springer Verlag. Er findet das ja ganz, ganz fies und gemein, bezieht sich da wohl auf eine Maischberger-Sendung von gestern Abend. Er findet es ja ganz, ganz fies und gemein, dass er immer als Panikminister bezeichnet wird. Er würde ja gar keine Panik schüren. Das ist ja eine Medienkampagne gegen ihn. Also, soweit ich das mitbekommen habe, lieber Hobby-Diktator, soweit ich das mitbekommen habe, ist es so, dass die Sachen, die Bild-Zeitung aufgreift, in aller Regel von deinem Twitter-Account sind. Meistens sogar verlinkt, also 1:1 zitiert. Heißt also, die Bild berichtet nur über das, was du bei Twitter loslässt. Und es tut mir leid, aber wenn man ein bisschen selbstreflektiert wäre, ja gut, wenn man sich von der Ex-Frau vor Gericht zehren lassen muss, um da dann irgendwann mal einen Cent für die eigenen Kinder zu zahlen, da ist das mit der Selbstreflexion vielleicht nicht so gut vorhanden. Aber okay, wenn man ein bisschen Selbstreflexion betreiben würde, dann käme man vielleicht auf den Gedanken, ist jetzt nicht von der Hand zu weisen, dass ein Großteil der Bevölkerung und mittlerweile auch die Medienlandschaft vielleicht ein bisschen genervt ist von diesem permanenten Alarmismus?
dass man tatsächlich permanenten Weltuntergang runterpredigt, dass man wirklich andauernd versucht, ein totes Panikpferd zu reiten. Das ist ja nicht so, dass man dem das unterstellt. Es sind ja nachweislich seine Tweets, die da die Grundlage für sind. Oder seine Aussagen in dutzenden Talksendungen. Dass das jetzt endlich offen thematisiert wird in der absurdistanischen Presse, das ist ein lange überfälliger, mehr als nur notwendiger Schritt, lieber Captain Gammelzahn. Ist ja schön, dass er jetzt anscheinend so ein bisschen die Diskrepanz zwischen Realität und oder seinem Selbstbild und der Realität übergestülpt bekommt, dass ihm jetzt auffällt, ja Moment, die schreiben so böse auf mich. Ich bin doch gar nicht so. Also jetzt so die Erkenntnis. Der fühlt sich offensichtlich, naja, der hat ein ganz anderes Selbstbild von sich. Der fühlt sich anscheinend wirklich wie der Obermax und alles ganz, ganz gefährlich und schlimm. Und jetzt kriegt er einen Spiegel vorgehalten. Und jetzt kriegt er so langsam mit, wirke ich denn so auf dich? So nehme ich mich doch gar nicht wahr. Vielleicht kommt er jetzt ins Grübeln. Allerdings würde das nicht allzu viel bringen, denn wir wissen ja, er kann von dem Panikpferd gar nicht mehr absteigen. Ohne dieses Panikpferd wäre er nie auf diesem Posten gelandet mit 20.000 Cash pro Monat auf die Kralle. Er lebt politisch von der Panik. Also jetzt von ein bisschen Selbstreflexion vielleicht auszugehen, dass er dann möglicherweise wieder auf einem normalen Dampfer unterwegs ist. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Denn wenn er das machen würde, ja, dann wäre er de facto sein Posten so gut wie schon wieder los. Deswegen muss er weitermachen. Deswegen kann er gar nicht davon weg. Deswegen muss er auch weiter auf dem rosa Elefanten rumreiten. Denn damit hat er sich tatsächlich ins Parlament nicht, der ist über die Liste reingerutscht. Damit hat er sich ins Ministerium geschwurbelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn nichts Panik, dann nichts lauter Darmschiss vom Ministerium. Aber da haben wir ja drüber geredet. Aber spannend, dass er sich nur darüber ausheult, er würde doch gar keine Panik verbreiten. Und er redet ja auch gar nicht über Worst-Case-Szenarien. Ach nee. Was waren das für Aussagen? Bis März sind entweder alle gehmmmmmt oder verstorben? Komisch, wir haben jetzt den 17.02. Mir geht's immer noch ziemlich gut. Ja, es sind ja noch ein paar Tage Zeit, vielleicht kratzen wir ab Ende Februar möglicherweise. Aber das ist eine von diesen Paranoia-Aussagen von unserem Piraten Captain Gammelzahn. Da gibt's ja wirklich Dutzende, der haut in fast jeder Talksendung einen neuen Klopper raus. Und jetzt versteht er offensichtlich gar nicht, warum ihm böse unterstellt wird von Axel Springer, er würde Panik verbreiten. Ja, weil du genau das tust. Aber Einsicht ist der erste, oder Einsicht ist es ja noch nicht. Die Aufmerksamkeit ist zumindest da. Vielleicht kommt dann die Einsicht und das ist der erste Schritt zur Besserung. Aber gucken wir uns mal die deutlich ernstere Thematik an. Die haben wir von der Berliner Zeitung. Da geht es nämlich um Kubicki, der davor gewarnt hat, meiner Meinung nach absolut berechtigt davor gewarnt hat, dass eben jenes Angst- und Panik-Maßnahmenregime über den 19. März nun verstetigt werden soll. Denn uns wird hier erzählt, man redet über einen Freedom Day, man will Lockerungen ab dem 20. März, man will ja aber alles mit Augenmaß und braucht ja noch einen Basisschutz. Also wie in der Schweiz aufheben wollen sie es dann doch nicht, dafür haben sie ihren Irrsinn zu lieb gewonnen, aber wer 660 Millionen rosa Elefanten bestellt, ja, der kann halt nicht mehr zurück, der muss irgendwie die Elefanten loswerden. Also die haben sich in ihre Panikspirale so reingesteigert, die sind da mittlerweile so drin gefangen, die brauchen irgendeine Möglichkeit, um sich da wieder galant rauszuwinden. So, gucken wir aber mal, worum es nun konkret geht. Uns wird verkauft eine Öffnung, eine, naja, Freiheit in drei Schritten. Bei Kontakten möchte man ja lockern und bei Veranstaltungen und ihr benehmt euch bitte. Und überhaupt, man möchte ja dann auch wieder, dass die bösen Nicht-Adoptanten irgendwo hingehen dürfen und diese ganze Komödie. Nun muss man aber im Hinterkopf behalten, am 19. März läuft das Ermächtigungsgesetz formal aus. Also ab 19. März ist dieser ganze Irrsinn eigentlich illegal. Ja klar, das kann man ja mal eben schwuppsdiwupps umändern, kann man ja einfach verlängern und sowas, das kriegt man schon irgendwie hin. Aber der 20. März ist nicht zufällig ausgewählt, das ist nämlich tatsächlich der Tag, nachdem dieses sogenannte, ihr wisst schon was, Gesetz ausgelaufen ist. Bedeutet also, nach diesem Tag darf so ein Irrsinn, darf so eine Maulkorbparade eigentlich gar nicht mehr verlangt werden von der Bevölkerung. Ob das jetzt rechtlich ist, das muss dann in ein paar Jahren Gericht aufarbeiten, aber die tun ja zumindest so, als wäre das alles rechtens, was sie tun. So, aber selbst in ihrer eigenen klein zurechtgedrückten, naja, nennen wir es mal, wie soll man das bezeichnen, in ihrer Parallelwelt, die sie da erschaffen haben, selbst da ist es über den 19. März hinaus illegal, das anzuordnen. Und jetzt plötzlich verkaufen sie uns, ja, wir wollen ja nur Lockerungen. De facto bereiten sie aber eine Alternative zum Ermächtigungsgesetz vor. Sie wollen das ändern, damit sie dann auch langfristig noch Basismaßnahmen ergreifen können und auch schnell wieder was anordnen, wenn es sein muss. Heißt also, für die Bevölkerung ist es sogar ein Nachteil, was da gerade abgeht. Man verkauft der Bevölkerung, ja, wir wollen ja jetzt Öffnungsschritte eine Öffnung in drei Schritten und wir wollen dann nur so ein paar Basismaßnahmen, die wir später noch behalten können. Dafür wollen sie natürlich dann das geheiligte Gesetz anpassen, was wiederum bedeutet, dass sie nach wie vor ihren
Freibrief behalten. Für die Bevölkerung wäre es das Beste, wenn sie es komplett auslaufen lassen. Wenn das über den 19.03. hinweg nicht mehr gelten würde. Wäre nämlich alles weg. Wollen sie nicht? Deswegen werden wir eingelullt. Ja, wir überreden über den Freedom Day. Aber wir müssen trotzdem noch ein bisschen was verlängern. Also so ein paar Sachen brauchen wir noch. So, ist also von hinten durch die kalte Küche der Versuch, das Gesetz, in dem über ein Dutzend Mal wird ermächtigt drin steht. Also so viel zum Thema, es wäre kein Ermächtigungsgesetz. Es steht wirklich drin. Das tolle Gesetz, das angebliche Schutzgesetz, soll nun also unter Einlullung der Bevölkerung, die werden in Sicherheit gewogen, da wird erzählt, ja, wir lockern ja, soll das verlängert werden. Also soll ein bisschen abgeändert werden, aber weiterhin verlängert werden. Geschickt, geschickt. Problem ist nur, dass das bei der Bevölkerung wahrscheinlich nicht mehr lange ziehen wird. Und auch das wieder, jetzt das ist so der ernste Teil des Videos, dass der ganze Kram jetzt wackelt. Dass auch die Order 66 wackelt. Das liegt daran, dass die Bevölkerung auf die Barrikaden gegangen ist. Das liegt daran, dass auch die Medien mitbekommen, auf der politischen Seite ist vielleicht bald nicht kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Gucken wir mal lieber, dass wir wieder, hat es ja aufhören, gegen die Bevölkerung zu hetzen, so nach dem Motto, dass wir unseren eigenen Ast nicht komplett absägen. Auch bei den Medien kippt es mittlerweile. So, das hat aber nur funktioniert, das ist nur so weit gekommen, beziehungsweise der Erfolg hat sich nur eingestellt, weil die Bevölkerung Nein gesagt hat. Weil seit Wochen, seit Monaten in ziemlicher Regelmäßigkeit Tausende, Zehntausende, Hunderttausende auf die Straße gehen. Weil man die Proteste nicht mehr diffamieren kann, weil die Politik mitkriegt, blöd. Werden immer mehr, die auf die Straße gehen, immer weniger, die mitmachen und ausgestorben ist davon auch keiner. Bedeutet also, die in Anführungszeichen friedliche Unruhe in der Bevölkerung, ist jetzt ein kleines Paradoxon, aber versteht ihr, was ich meine? Die friedliche Unruhe in der Bevölkerung hat dazu geführt, dass die Politik zurückrudern musste. Sonst hätten sie den Irrsinnknallhart durchgezogen, weil ist ja lukrativ, wissen wir ja. So, heißt aber auch, dass wenn die Bevölkerung sich jetzt einlullen lässt, sich jetzt in Sicherheit wiegen lässt, in Anführungszeichen, von wegen, ja, wir lockern ja, dass sie mit dem Irrsinn dann schneller wieder da sind, als wir bis 3 zählen können. Bedeutet im Umkehrschluss, die Menschen in Absurdistan sollten meiner Meinung nach da besser nicht drauf reinfallen, sollten weiterhin fordern, ganz oder gar nicht, Freiheit wieder her, wie die Schweiz das tut, wie Großbritannien das tut, wie fast alle Länder um uns herum das tun. So, weg mit dem ganzen Kram. Liebes Zensorenteam, schaut in die Schweiz. Komisch sind das die Verschwörungstheoretiker, ich weiß es nicht. Sich jetzt hinzustellen und abzunicken, ja, immerhin dürfen wir dann wieder ein paar mehr Leute sich treffen, das reicht nicht. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber wenn dann von hinten durchgeboxt werden soll, dass man das, ihr wisst schon was, Gesetz verlängert und verstetigt, dann ist das de facto oder wird die Bevölkerung mal wieder verarscht. Ja, der Spiegel heult übrigens dem wegschwimmenden Zwang zum rosa Elefanten nach. Die vertane Chance hat der Lügel vorhin getitelt. Die finden das nämlich ganz, ganz böse und gemein. Die Regierung hätte die Bevölkerung ja mit zu vielen Informationen verunsichert. Und jetzt steht auf der Kippe, ob es da überhaupt noch eine Mehrheit zu finden. Ja, lieber Lügel, herzlichen Glückwunsch. Zwang und Drangsalierung kommt halt nicht ganz so gut an. Aber es lässt relativ tief blicken, dass offensichtlich da nun danach geweint wird, danach gebettelt wird. Oh, sie hätten es doch durchsetzen können, weil jetzt haben sie sich's verbaut. Aber selbst im Lügel fällt auf, das mit der Order 66, das steht nicht mehr auf den allerstabilsten Füßen. Setzt aber, wie gesagt, alles voraus, dass die Bevölkerung nicht abnickt, was aktuell, als Leckerlis, als kleines Stückchen vorgeworfen wird, vor die Füße geknallt wird, sondern dass sie weiter unbequem bleibt, dass sie weiter mitteilt, nee, nicht mit uns. Und Kubicki hat das ziemlich treffend zusammengefasst, nach dem 19. März, über den 19. März hinaus kann er sich keine Maßnahmen mehr vorstellen. Das Einzige, was wohl für ihn noch okay wäre, wäre in irgendwelchen Einrichtungen mit sogenannten vulnerablen Gruppen, zum Beispiel in Altersheimen. Finde ich auch falsch, denn die Leute in Altersheimen, die Betroffenen sollten da selber entscheiden, was sie wollen oder was sie nicht wollen. Wenn sie mit Maulkorb rumlaufen wollen, sollen sie es tun. Wenn sie einen rosa Elefanten wollen, sollen sie es tun. Muss jeder selber wissen. Ist ja der höchstpersönliche Lebensbereich. Das von oben herunter zu diktieren, halte ich für grundlegend falsch. Und dass das offensichtlich nicht zum Erfolg führt, das sehen wir in so ziemlich allen Ländern um uns herum. In Kanada unter anderem auch. Und selbst der absurdistanische Presse fällt mittlerweile auf, mit Kanada, das scheint nicht mehr so das linksliberale Land zu sein, als dass es uns verkauft wird. Denn der ach so gehypte Trudeau, der weist immer stärker diktatorische Züge auf. Der stellt sich nämlich hin und mittlerweile reitet schon die Polizei bei Kanadiern ein, die bei Facebook beispielsweise mit dem Protest der Lastwagenfahrer sympathisiert haben. Könnt ihr auch nachlesen. Ich glaube, es war Fokus an der Stelle, aber hinter einer Paywall. Ich weiß nicht, was mit dieser App momentan los ist, schon wieder abgebrochen. Könnt ihr auf jeden Fall im Fokus auch nachlesen. Im ach so linksliberalen Vorzeige-Kanada reitet nun die Polizei ein, wenn man sich bei Facebook
nennen wir es mal positiv gegenüber den Protesten der Lkw-Fahrer gezeigt hat. Da hat nämlich eine Frau wohl ein paar Postings geliked, hat mitgeteilt, dass sie das gut findet, was die Lkw-Fahrer machen. Und zack, stand dann bei ihr am Haus, kleine Kinder zu Hause, die dann auch die Tür aufgemacht haben, weil sie gucken wollten, ob die Post kommt. Stand die Polizei davor, ist bei der Familie eingeritten. Sie hätte sich ja sympathisch gegenüber der Proteste gezeigt. Ja, tut mir leid, das erinnert mich ein bisschen an die DDR. Da hat man das nämlich so gemacht. Da kam die Stasi dann eingeritten, um dann nochmal nachzufühlen, ob da vielleicht der Systemkritiker sitzt. Und das Ganze jetzt im westlichen Kanada, also im demokratischen Kanada, das lässt tief blicken über Trudeaus Gesinnung im Hintergrund. Wurde auch im Artikel nochmal drauf eingegangen, na, die merkwürdige Moral des Herrn Trudeau. Ist er vielleicht doch nicht so der Vorzeigedemokrat? Also auch in der absurdistanischen Presse bröckelt es. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen also, der Irrsinn hat nicht mehr sonderlich viel Bestand, sofern die Bevölkerung sich nicht von leeren Versprechungen fangen lässt, nicht von leeren Versprechungen einlullen lässt. Wenn das so weitergeht wie in den letzten Wochen, bin ich mir sehr sicher, kriegen sie das über den März hinaus nicht mehr argumentiert. Argumentiert kriegen sie es jetzt schon nicht, aber auch nicht mehr durchgesetzt. Denn Österreich bricht weg, die Schweiz bricht weg, Großbritannien ist weggebrochen, Tschechien bricht weg, Holland bricht weg, Dänemark bricht weg, Schweden hat nie mitgemacht, oder zumindest nicht in der Form. Also es ist nicht mehr sonderlich viel Argumentationsgrundlage da, um uns zu verkaufen, dass alles ganz böse und gemein und gefährlich ist. Und jetzt wird spannend zu sehen, wer alles abgesägt wird aus der Riege der Bundesregierung und wer versucht, seinen Hintern zu retten und dann relativ schnell umswitcht. Haben wir ja bei unserem Südolfus den 12.6. schon gesehen, der fährt ja genau diesen Zug. Der stellt sich nämlich jetzt hin und will jetzt plötzlich, er war vorher der ganz harte Hund, alle immer mehr Drangsalierung und so. Und jetzt plötzlich, wo auf Bundesebene in der Opposition ist. Jetzt switcht er um und möchte den Menschen die Rechte wiedergeben. Ja, dafür hattest du 1,5 Jahre Zeit. Warum hast du das nicht getan? Ja klar, weil er selber in der Machtposition war. Und weil ihm jetzt die Fälle davon schwimmen, weil er Angst hat, dass er nicht wiedergewählt wird. Also es ist ein Schmierentheater sondersgleichen. Es ist wirklich Realsatire, was da abgeht. Man sieht, wie sie sich winden. Man sieht, wie sie zu den eigenen Sachen, die sie selber behauptet haben, stehen. Wie sehr sie das eigentlich glauben. Und so als außenstehender Beobachter macht es einen Heidenspaß, die Rudern zu sehen. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Ende. Es wird ein bisschen was gefuttert. Ich habe den Themenzettel schon weitestgehend fertig. Müssen wir mal schauen, wann wir dann nachher anfangen. Seht ihr ja dann.